Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Doom Die. Wir haben ja das Hauptspiel durchgespielt und nun werden wir uns an den DLC wagen. Und zwar Auferstehung des Bösen. Das ist ein eigenständiger DLC und wir spielen auch nicht den Marine, der im Hauptspiel überlebt hat, sondern eine andere Person. Wer kann ich euch mehr, ja, im ersten Moment jetzt nicht sagen, aber ist auch egal. Wir werden jetzt einfach anfangen. Natürlich auf Marine. Und da steht 15. November 2145. Auf der Mars-Forschungsbasis der USG tritt während eines Forschungsexperiments ein verheerendes technisches Problem auf, das zum kompletten Zerstörung der Anlage führt. Und es wird nur ein Überlebender gefunden. Oh, Alter, knapp ein Jahr später. Eine Umlaufsonde zeichnet ein schwaches, unidentifiziertes Signal aus dem verlassenen Komplex auf, okay? Okay. Wie wir sehen, ist ungefähr ein Jahr vergangen. Und, Dr. McNeil, Sie sind nah. Team Rot, Ihre Position ist keine 100 Meter vom Signal entfernt. Es gibt keine Spuren alter Zivilisationen in dieser Gegend. Sie haben einen Plan, den Sie uns nicht verraten wollen. Manche Dinge hier ändern sich nie. Hinter dieser Wand liegt eine Art Kammer. Wir brauchen eine Sprengladung. Verstanden. Bin unterwegs. Vielleicht lassen Sie dadurch wieder die Hölle frei. Okay, zurück. Das Bild muss wieder online gehen, sofort! Verdammt, ich kann nicht sehen! Das ist kein gutes Zeichen. Hast du das gehört? Was zur Hölle ist das? Schau dir das an! Fass es nicht an. Die Hölle nimmt sich, was ihr gehört. Wir wurden befreit. Sie sind da, meine Kinder. Wie ich versprochen habe, steht auf. Erwacht. So. Jetzt beginnt unsere neue Herrschaft. Genau, und wir spielen, wie gesagt, eine andere Person, habt ihr ja gerade gesehen. Team Rot, was ist da unten los? Die Energieversorgung der gesamten Anlage ist zusammengebrochen. Scheiße hier! Zurück zum Arsch! Was zur Hölle ist passiert? Ich würde mal sagen, die Hölle auf Erden. Ah! Code Red! Code Red! Lebenserhaltungssystem ausgefallen! Wir haben hier ernste Probleme! Ich hasse diese Totenschädel! Team Victor, wo seid ihr? Hallo! Nein!
Geil, sterbt natürlich in den ersten 5 Minuten. Ist das nicht nice? Team Rot, was ist da unten los? Die Energieversorgung der gesamten Anlage ist zusammengebrochen. Was für eine riesen Scheiße hier! Was zur Hölle ist passiert? Code Red! Code Red! Lebenserhaltungssystem ausgefallen! Wir haben hier ernste Probleme! Team Victor, wo seid ihr? Hallo! Antwort hier! Alle tot, Mann! Was sind das für Dinger? Sie sind überall! Der Schwierigkeitsgrad hat übrigens nochmal extrem zugenommen. Was du? Wir müssen hier raus! Mann! Ich kann nicht sehen! Was zum Teufel ist denn los, Mann? Oh, natürlich, ich fange jetzt gleich nochmal da an, ey. Das. Oh, ey, die Speicherpunkte sind ja noch beschissener als im Spiel davor. Bis er nicht ganz nachvollziehen kann. Warum nehme ich eigentlich eine Energiezelle auf? Ich sehe gar nichts. Schön, danke. Wo seid ihr? Ich kann nicht sehen. Mich verarschen, das so. Das ist nur eine Leiche. Alpha, Rückzug! Ah, Scheiße! Marine, bitte kommen. Marine, McNeil und Marine. Sie müssen mit dem Artefakt zurück an die Oberfläche. Bin schon dabei. Aber erstmal ein bisschen Rüstung einsammeln. Okay. Funktioniert doch. Jetzt muss ich hier hoch. Na? Ich glaube, man hat nochmal die Lichteffekte verbessert. Also nicht, dass die im Spiel davor schlecht waren oder so. Aber ich glaube, die haben die Echtzeitbeleuchtung verändert. Oder hier wurde eine Echtzeitbeleuchtung verwendet. Ganz komisch halt. Oh, der hat keinen Kopf mehr. Die Musik ist schon mal großartig. Arsch! Mann!
Was macht denn ein Typ hier, alter Junge? Oh, die Genauigkeit der Waffen ist echt... Also, die lässt manchmal zu wünschen übrig. Ich glaube, nur besonders lang war der DLC nicht. Jetzt haben wir den Grabber. Ah, okay, so kann man es aufnehmen. Oh, sieht aus, als ob... Alter, das Licht wird ein bisschen gekrümmt. Habt ihr das gerade gesehen? Alter, das ist geil. Hallo? Au! Ich bin jetzt ganz, ganz vorsichtig. Und ich muss erstmal speichern, das darf ich gar nicht vergessen. Ansonsten sind wir ganz schnell tot, ne? Scheiße, war, wenn man jemanden auf den Sack geht. Da! Bäm, dann fliegen, Junge. Den Generator kann ich nicht aktivieren. Dann sparen wir damit auch ein bisschen Munition. Hat also auch seine Vorteile. Ding zu treffen ist gar nicht so einfach. Also die Kugel meine ich. Hey, ich hab doch. Ey, das ist ne. Das ist ja viel sehr viel mit Glück behaftet hier. Das mag ich nicht. Da schieße ich lieber so rum. Wo schießt der? Alter, was ist denn das für ein scheiß Gewehr, Alter? Hier hätte man auch Munition oder so hinlegen können. Da haben wir Munition. Und da haben wir Heilung. Genau, so können wir es machen. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Erebus Ebene 2.
Ich glaube, wir kommen auch zur verlassenen Marsstation. Oder es kommt erst im Teil danach, also in den DLC. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber es wird auch ein bisschen gruselig. Die sind neu. Okay, der Ort kommt mir hier sehr, sehr vertraut vor. Könnte das möglich sein? Ja. Sah damals ein bisschen anders aus, aber ja. Hat er sich versteckt? Kann ich da klopfen? Ich habe hier keine Ahnung, gegen was sie kämpfen. Sie haben uns wie die anderen in den Tod geschickt. Es tötete alle blitzschnell. Wir konnten es nicht mal sehen. So schnell war es. Ich bleib hier. Es ist immer noch da. Ja, wie geil ist das denn? Er hat schon... Ich wollte gerade sagen, er hat recht. Stopp! Hier, guck mal, ich habe ein paar... Die Handgranaten. Zwar ausgerüstet, aber nicht die in die Hand genommen und geworfen, wie ich es wollte. Weil da ein Arsch ist. Ein Arsch. Ein Arsch mit Ohren. Alter, mitten in die Fresse geschossen und trotzdem läuft der weiter. Wieder ein paar Skelette, die hier rumliegen. Da lässt Alien auf jeden Fall grüßen. Oh. Sind hier Springfässer? Nee. Aber ich will ja da durch. Das hört sich an, als ob das da hinten weitergehen würde. Aber anscheinend geht's nicht. Kann es sein, dass ich das Spiel nie gespielt habe? Weil daran kann ich mich erinnern. Also mich nicht erinnern, meine ich. Doch eigentlich habe ich den DLC auch gespielt. Und sogar durch eigentlich. Ich bin gerade verwirrt. Okay, wartet mal. Sieht aus wie so eine Art Höllenportal. Willkommen zu deinem Tod, Sterblicher. Da setzt mir gleich so ein Riesen davor. Warte mal. Ich wollte ihn gerade halten. Scheiße, boah.
der hat den gerade hingeschossen. Mann. Ey, Junge, das ist Kacke. Das ist richtig Kacke. Klar. Ey, willst du mich jetzt langsam verarschen? Ich wurde getroffen, obwohl ich nicht getroffen wurde. Mann! Ich verstehe es nicht. Muss ich jetzt da in das Tor schicken? Ey, ich weiß es nicht. Ey, willst du mich jetzt langsam rollen, Alter? Ey, diese ständigen Teleportationen gehen mir auf den Sack. Warum schießt er den denn noch komisch, Alter? Was soll denn die Pisse? Marine? Hallo, Marine! Antworten Sie! Signalstärke wieder auf Sendepegel. Was kann ich? Zeit verlangsamen. Das Artefakt enthält offensichtlich unglaubliche Energie. Vielleicht ist es die Quelle dieser Invasion. Bringen Sie es unter allen Umständen zu mir. Ich verständige die anderen. Ende. Okay, alles klar. Ich glaube, die Folge wird heute nicht so lang. Ich muss leider früh raus und... ja. Die brennen alle... Nee, die geben so ein komisches... Was? Ja. Wer baut denn dort unten so eine Tafel hin? Und ich habe nicht gespeichert. Oh, das ist geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das voll der Quatsch ist. Und jetzt fall natürlich gleich mal direkt wieder in die Tiefe. Ey, Alter, was soll denn die Pisse jetzt hier? Mann, warum haben sie das denn schon wieder so verkackt, Junge? Alter, ich hab nur einmal Heilung. Wollen die mich vielleicht verarschen? Anstatt es gleichzeitig noch ein bisschen heilen würde. Oh Mann, jetzt! Was soll denn die Pisse? Junge! Alter, was stimmt denn jetzt hier gerade nicht?
Boah, nee, Alter, das nervt mich gerade schon wieder. Aber wenn mir grundsätzlich eine Sache nicht gefällt, dann ist es, ja, wenn man irgendwo ganz schnell durch muss und es an sich gar keinen Sinn ergibt. Hier kann ich zum Beispiel nicht lang, warum auch immer. Da sehen wir wieder Steintafeln aus der Hölle. Und ich muss anscheinend die Kapsel da rausnehmen. Oh, willst du mir jetzt... Ist ja nicht so, als ob ich es nicht auch so schaffen würde, eigentlich. Also nochmal speichern. Weil von alleine tut es das ja anscheinend nicht. Ich treffe dich mit deiner eigenen Kugel, Alter. Wisst ihr, es gibt so ein paar Sachen, die hätte man in dem Spiel ändern können. Die waren schon im Original nicht so geil. Auch um die Ecke schießen. Der Ort kommt aber definitiv bekannt vor. Datensicherung. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mache. Aber vielleicht kommt ja jemand nach mir nochmal her und besorgt sich die Daten. Ich habe keine Ahnung. Jetzt mal kurz speichern, so wie ich das die ganze Zeit ja mache. Oder wieder anfangen sollte, besser gesagt. An sich ist es ja kein schlechtes Spiel, aber es hat so ein paar schlechte Anleihen. Den habe ich nicht mal gesehen. Oder gesehen hat ihn schon, aber nicht registriert. Das, naja. Okay, das ist schon mal cool. Was hat das gerade? Alter, ich hasse diese... Ah. Oh, warte mal. Habe ich dafür... ...516... Na, gucken wir mal, was das ist. Aber weil hier ist ja erst der erste. Mr. Sinnhorn. Alles klar. Da drüben komme ich aber nicht hin. Da brennt es nämlich. Aber ich schätze mal, der würde wahrscheinlich auf die gleiche Art und Weise funktionieren. Warte mal.
Gibt's eine Möglichkeit, da irgendwie hochzukommen? Darüber würde ich mir jetzt sagen. Okay, wahrscheinlich müssen wir erstmal noch ein bisschen weiterkommen. Ach, war ja klar. Ah! Hallo! Du siehst mich nicht! Ich meine, mich siehst zu spät! Ich bin schneller als ihr! Ich muss schon sagen, das ist wiederum geil. Gibt's hier irgendwo... Ne. Oder? Ich dachte, hier gibt es vielleicht irgendwo einen Geheimgang oder sowas. Aber nö, scheiße ist. Alter! Ich habe jetzt nicht bedacht, dass ich das vielleicht noch brauchen könnte. Warte mal, hier hat es gerade so komisch vibriert. Schade, dass ich die menschlichen Überreste nicht aufnehme, die schon bereits verwandelt wurden. Und hier geht's auch nur so weiter. Oh, shit. Was ist jetzt los? Geringe Energie. Soll ich denn jetzt die Energie erhöhen? Da ist ein Fahrstuhl runtergefahren. Hier. Okay, da geht's zum Geburtstag. Und bei der Forschungsstation soll es wohl jede Menge Munition geben. Aber ich komme trotzdem jetzt gerade hier nicht weiter, weil... Ha, komm! Fang die Granate! Komme ich trotzdem nicht weiter. Ah! Ja, okay, das macht natürlich Sinn, dass ich erst einen bestimmten, ja, zum PDA brauchte. So ist sogar die Pistole richtig hilfreich. Oh ne. Ich bin was selber tot, aber kack drauf. Kann ich wahrscheinlich nicht lang. Ist ja doof, ist, es gibt zu wenig Heilung gerade. Kann es sein? Ach so, die habe ich ja.
Oh yeah! Okay, und dann können wir mich hier abspeichern und beim nächsten Mal weitermachen. Oh ne. Ey! Die Arschgeigen! Labert nicht in so einer Kacksprache zu mir. Ich muss noch irgendwo so ein Spacko sein. Warum liegt denn der da rum? Der lebt doch noch. Warum habe ich nur noch 22 Leben? Warum kann er die nicht aufnehmen? Versteht ihr das? Ich auch nicht. Ich verstehe das auch nicht. Das war jetzt gerade sehr viel Schwein. Oh nee. Jetzt muss ich sterben, Alter. Dann muss ich die ganzen Kack nochmal machen. So, wir stellen uns jetzt nur unten hin. Und ich würde sagen, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Kann es sein, dass hier überall Kameras sind? Ey, warte mal. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Effekt hat, aber vielleicht. Irgendwo gab es nochmal Heilung. Da gehe ich jetzt nochmal kurz hin. Ah, die Tür ist schon mal etwas aufgegangen, aber nicht komplett. Aha. 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 Okay, gut, dass ich doch nicht ausgemacht habe. Sollen hier nur Strom kraxelt? Ist alles gut? Warum ist die Tür jetzt weiter aufgegangen? Denn ist mir sowas von Schnurzpiep egal, das glaubt er gar nicht. War das nicht 5, 7, 1 oder so? 5, 7, 1. Okay. Da war es das nicht. Dann gucke ich nochmal nach. Ich brauche sofort die Sicherheitscodes für die Spinne. Okay. Wo waren das hier? Ne, war eher davor, ne? 516. Ach, 516. So, jetzt würde ich sagen, können wir ausmachen, Leute. Das ist eigentlich sogar die perfekte Stelle. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ja, entschuldigt bitte meine Ausraster, aber ohne geht's halt nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet bei Doom 3 Auferstehung des Bösen. Bis denn und tschüss!